Beim Spiel des UAC Salzburg gegen den TSV Traunreut zunächst einmal den schwarz spielenden Gäste am Ball, die ihn zunächst in die eigenen Reihen behaltenen Wurf und gut abgewehrt von Thomas Mannhardt im Tor der Salzburger. Wurf, Schuss und Tor, weitere Treffer für die Gäste aus Bayern. Dann wieder die Salzburger am Ball, Wurf, gut aufgepasst von der Abwehr aus Traunreut. Wurf. Die Salzburger können den Ball in ihre eigenen Reihen behalten, aber es bringt nichts ein, der Ball geht auf jeden Fall vorbei. Hier wieder ein Angriff der Gäste. Dann wieder die Salzburger, die am Ball bleiben. Eine Wurfmöglichkeit suchen. Aber der Wurf war sehr ungenau. Dennoch bleiben die Salzburger dran. Und auch dieses Mal passte die Abwehr da dran. Sehr gut auf. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Wurf gut abgewehrt vom Traunreuter Kohle. Nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Dann wieder die Gäste aus Traunreut. Auch hier ist zu sagen, dass sie einen ähnlichen Weg suchten, der Abwehr zu knacken, was allerdings nicht gelang, denn Thomas Mannhardt konnte sich den Ball sichern. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Wurf bleibt und gut abgewehrt von Thomas Mannhardt. Wie gesagt, eine ausgezeichnete Leistung. Da noch die Gäste am Ball. Werden hier nicht attackiert. Und abgewehrt. Schön gemacht von Thomas Mannhardt. Wurf, Tor für die Salzburger. Das alles, wie gesagt, noch im Rahmen der ersten Halbzeit. Dann die zweite Spielhälfte. Die Seiten wurden gewechselt. Immer noch sind die Salzburger am Ball. Neuerlicher Versuch, Wurf, war abgewehrt vom Traunreuter Goalie. Dann wieder Freiwurf für die Salzburger. Auch beim Handball gibt es einen Strafwurf, der aufgrund der Tatsache, dass er auf 7 Metern Entfernung ausgeführt wird, 7 Meter genannt wird, der Ball ging allerdings dieses Mal vorbei. Die Salzburger bleiben am Ball, Wurf und Tor, weitere Treffer. Schön gemacht und keine Chance für den Traunreuter Goalie, da irgendetwas zu machen. Jetzt wieder die Gäste am Ball. Gute Aktion, schöne Kontermöglichkeit. Aber gut aufgepasst von der Abwehr, somit keine wirkliche. Salzburger bleiben dran. Und Tor. Irgendwie ging der Puck prall über sich kreuzig ins Tor. Neuer Versuch. Die Traunreuter bleiben am Ball. Wurf gut aufgepasst vom Thomas Mannhardt und auch der Nachschuss war abgewehrt. Super Leistung, wie gesagt. Dann wieder die Salzburger. Wurf, abgewehrt, kein Problem für den Goalie der TOS Traunreut. Wurf und scheitert mit einer Kontermöglichkeit am guten Thomas Mannhardt. Jetzt wieder die Gäste. Pass,
immer noch die Gäste. Tor, allerdings sollte das Tor in weiterer Folge ohne Ergebniskosmetik sein. Die Salzburger können sich in der Schlussphase festsetzen. Immer noch die Salzburger und sie gewinnen auch diese Begegnung knapp mit 27 zu 25 und verlassen damit die Abstiegsränge.